So, heute gibt's was Neues bei mir aus der Modellbahnwerkstatt, sprichwörtlich einen Glaskasten. Ich habe mir nämlich meine Modelle hier in eine edle Glasvitrine mit einer LED-Beleuchtung reingepackt und mir einen Glaskasten bestellt. Das ist diese Vitrine hier mit LED-Beleuchtung auf der oberen Seite einer jeden Ebene und das Ganze unten mit einem sehr schön bearbeiteten Aluminium, so quasi eine Schutzschicht, sehr, sehr edel. Auf der Website glaskasten.de stand, dass die Vitrine für H0 ist, für H0M, für H0E, für TT, N. Ich habe aber auch mal einen Spur-Z-Zug reingestellt und wollte einfach mal sehen, wie das so wirkt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ob ich das Ganze überhaupt montieren kann und ob da jetzt so ein Riesenmonstrum nach Hause kommt. Aber ihr seht, das ist relativ kompakt verpackt und komplett vormontiert, wenn man es auspackt. Ja, und ihr seht schon beim Auspacken, das sieht sehr, sehr edel aus hier im Design. Bei meinen Märklin H0 Modellen ist das Besondere, dass die Rillen in diesem Etagenboden auch gleichzeitig schon die Schienen sind. Also hier passt diese Einkerbung perfekt, da liegen die Radsitze wirklich gut auf. Wenn es euch interessiert, der Glaskasten ist 1,20 Meter breit, hat zwei Glastüren. Außerdem sind in jeder Etage die LEDs eingebaut, sodass die Modelle komplett weich von oben beleuchtet werden. Na und der Aufbau, der ist locker machbar. Wir waren zu zweit, haben einfach vier Löcher mit Dübeln in die Wand gebohrt und man kann über die Aufhängung auch noch ein bisschen die Neigung justieren, wenn man das nicht so ganz im Wasser hatte. Hier sieht man auch jetzt sehr schön, dass man zwei Kästen nebeneinander hängen könnte. Dann lässt man einfach diese Blende links oder rechts weg und dann kann man auch einen sehr, sehr langen Zug direkt in den Glaskasten stellen. Das ist natürlich perfekt für eine Sammlung mit einem langen ICE oder mit einem extrem langen Railjet oder mit so einem irre langen Erzzug. Also das macht dann natürlich schon was aus, wenn dann so ganz viele solche Glaskästen nebeneinander hängen. Bei mir ist es aber jetzt erstmal nur ein Glaskasten, deswegen linke und rechte Blende noch anbringen und festschrauben. Auch die Glastüren sind, wenn man das zu zweit macht, eigentlich in 2 Minuten drin. Ja, und dann muss man nur noch das Netzteil einstecken und dann wird die Sammlung schon beleuchtet. Hier sieht man das nochmal sehr schön mit den 8 Ebenen und dass man hier auch noch einen zweiten oder dritten Glaskasten als Erweiterung gleich daneben hängen könnte. Ja, und hier sieht man auch nochmal sehr schön die Rillen auf dem Boden der 8 Ebenen. Für die H0 Modelle von mir brauche ich hier keine Gleise, da sitzen die Räder jetzt perfekt drauf. Für Minitrix, also N, habe ich jetzt mal testweise eine Schiene hineingelegt. Ja, und für Spur Z, das war jetzt einfach mal ein Test, das wollte ich sehen, ob das gut aussieht, ist der Glaskasten zwar nicht unbedingt gebaut, aber ehrlich gesagt, das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefällt und welche Modelle vor allem ihr jetzt da drin sehen wollt in der Vitrine oder was ich euch noch auf der Anlage vorstellen soll. Ja, und wenn ihr selber so einen Glaskasten habt, habe ich euch auch jetzt noch das Video verlinkt, wie er aufgebaut wird.